Guck mal, ich mag Sammy, aber der hat mich gerade ein bisschen wie der ist, regt mich gerade auf, ne? Ich will einen von euch wie mich leiden sehen, Alter. Weil die fuckt mich die ganze Zeit so ab, ne? Ich hab so einen Wut auf die beiden. Das ist meinungsfreies Land. Nee, nicht in der Company. Guck mal, ich hab an meine Familie gedacht und eben nicht, das ist der Unterschied. Dankeschön. Auf der Waage schätzen, wie viel Gramm diese Filme bam, 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 bim, 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 aber auch ganz krass diesmal. Also, wir fahren heute wieder zum Zodiac und die Bestrafung, meine verehrten Damen und Herren, ist das hier. Oh, oh mein Gott, Alter, sag euch ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock und ich meine das tot ernst diesmal, ich meine das wirklich tot ernst. Ich will einen von euch wie mich leiden sehen, Alter. Weil die fuckt mich die ganze Zeit so ab, ne? Ich hab so einen Wut auf die beiden. Es gibt ganz privat, aus persönlichen Gründen. Wow. Also, ich werde noch ein Spiel wie eine Eins. Das Ding ist, wie eine Eins. Wir sind Schätzenbombe. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Es geht um die Wurst. Ich will mal sagen, wir legen jetzt los. Und möge das Spiel beginnen. Und es ist mir scheißegal. Ich werde gewinnen, Alter. Läuft. Und Action. Läuft. Ein Film. Läuft. Ach, sag doch, Alter. Wir haben zehnmal gesagt, läuft. Ja, seid die Kameramann oder ist der Kameramann? Ja, aber ich weiß, wenn die Kamera läuft. Halt's Maul, Alter. Egal, wir kommen zur Runde Nummer 1, Freunde. Und hier haben wir Obst. Teller. Teller ist das. Tablett. Was Tablett. Ist das doch? Das ist doch Teller. Obstteller. Obst. Ja, ist doch scheißegal, Alter. Ja, vor euch einen riesigen Obstteller liegen. Und noch einer. Ich habe lange seine Stimme nicht mehr gehört, der war geil. So, ich möchte von euch genau 435 Gramm haben. Also ihr nehmt Obst, packt die bei euch in die Schüssel rein und am Ende muss das 435 Gramm ergeben, das Obst, was ihr gesammelt habt. Okay. 4, 3, 5. 4, wie viel? 400? 4, 3, 5. 435. Ja, okay. Kommt mal auf so eine Zahl. Aber worauf wart ihr? Wow, wow, warte, warte. Wow. Wow, wow, warte! Tu mal wieder hin! Ja, ey, das ist doch unfair, doch jetzt gewogen, Honda. Ja, sag jetzt! Okay, los! Hä? Hey, ich muss das sagen! Ich will mal, weißt du, ich will eine Banane geben? Kann sein! 100. Kann sein, aber warte mal, es kann sein! Oh, ich sag, nee, ich sag nicht! Das ist sogar Pink Lady, weißt du, wie lecker die sind, Alter! Sag mal leise! Weißt du, wie viel die wiegen? Ja, ich weiß, wie viel die wiegen! Gib mal eine Banane! Nö, gib mal eine. Ich kann nicht, weiß nicht so mit. Das kann nicht sein, ich will das nicht haben. Was ist schwieriger, ja? Seid ihr bald fertig, Alter? Oder noch eine Erdbeere? Die wird mein Leben retten. 435 Gramm, ne? 435, seid ihr ready? Ja. Warte, warte, warte. Jetzt. Okay, wir holen die Waage. Die Waage ist auf Null gesetzt, also die Schale da drauf wird jetzt nicht mitgezählt. Dann John fängt an, ich sehe auf jeden Fall, der hat gedacht, der kauft zu Hause ein. Zeig mal, was du geholt hast. Zeig mal kurz dein Ding. Ich hab zeig mal, was du für die Familie geholt hast. Yeah. Du hast voll übertrieben, ne? Ja, chill doch mal, ja, sei doch mal, ist doch egal, lass dir machen, was der will, Junge. Eine Banane. Boah, was? 237? 200? Ich hab gedacht... Warte, Ilias, guck mal, bevor wir wiegen, guck mal bei mir. Ich wusste das doch, guck mal bei mir. Wir haben nicht hier bis morgen Zeit. Ja. Er hat schon verkackt. Hey! Ja, Bruder, ich hab doch schon, guck mal, Alter. Ja, du alles schon. 730 Gramm. 730? 730? John hat 730 Gramm, meine Herren, Damen und Herren. Und Apfel, der wiegt auch viel, wie viel er entflasst. Oh, ich bin, glaube ich, gut dabei. Nein, 450. 540, hä, warum wiegen? Erdbeeren so schwer. 541 hat Sammy. Also. Er hat nicht gewonnen. Sei da einfach leise. Wie viel ist das gerade? 254. 204. 54. Wie viel jetzt? 350. 354. Wie viel jetzt? 400.
Wie viel jetzt? 430. 438. Geht ja nicht. Boah, wusste ich das? Guck mal, was für Erdbeeren er auch gemacht hat. Warte, tu mal dahin. Wie viel hast du gesagt, Ilias? Wie viel sollte man haben? 435. 435. Ja. Okay, wie viel habe ich? Ja, du hast 438. Lass mal Ilias reden. 438. Wer ist der Verlierer? Ja, ich bin um 3 Gramm. Habe ich es um 3 Gramm. Guck mal, ich habe an meine Familie gedacht und eben nicht, das ist der Unterschied. Dankeschön. Du hast verloren, du hast verloren. Die Runde hast du verloren. Ja. Du liegst am Weizen von davon. Also ich werde auf jeden Fall kein Obsthändler, aber vielleicht rocke ich ja in der nächsten Runde die Bühne. Runde 2. So, in der nächsten Runde habt ihr einen Teller voller Süßigkeiten. Die sind aber nicht für euch, sondern die müsst ihr liegen. Geil, ich weiß nicht, Stimme, Mann. Der kennst du mal eine Warte werden. Ja, okay, was willst du haben? Sag mal. Ich möchte diesmal von euch. Also, die wiegen nicht viel, ne? Sag jetzt nicht so viel Gewicht. 381. Ja, mach doch mal richtige Zahlen. Ist Gewicht. Doch. Nein, das ist ein Buchstabe. Geil. Wie viel? 381. Wo wart ihr? 381. Warte. Los. Ey, warte, das ist geil. Ich feier den ehrlich. 300. Hast du eigentlich Instagram Ilias? Gebe ich dir später. Privat. Ihr wisst nicht, wie ich das mache. Boom! Oh, sag mal leise, Mann. Ich darf ich die aus der Champagne rausnehmen? Nein, ne? Das ist eine Entscheidung, die könnte das ganze Spiel verändern. Seid ihr ready? Ja. Yes. Okay, wir holen die Waage. Guck mal, zwei Muffins wiegen ungefähr wie eine Banane. Das heißt, es muss ungefähr 200 Gramm. Ja, tu mal dahin, Alter. Siehst du? So, 200 Gramm. Nimmst du zwei davon, bist du bei 230. 270 wie viel? 381. So, 269, die wollten 300. Okay, 270. Ja, 269. Okay, 269. Lass die mal gerade machen. Bitte schön. Ich mach mal schnell, Alter. Ich hab richtig Kimse in der Beziehung. 150? Ja. Doch, die sehen. 250. 248, weniger als Sammy. Da kannst du schon mal nicht gewinnen. Da kannst du schon mal nicht gewinnen. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Seit wann kriegt ein Muffin so wenig? Er hat aber richtig Spiel. Ich hab gesagt, ich kann sein, dass ich zu viel habe. Der hat 4 Muffins. 200. Okay, wie viel sind die jetzt? 315. 315? Das sieht gut aus. Hä? 386. 386. Hä? So, warte. Was sag mal ehrlich, muss ich noch reden oder soll ich überhaupt noch mitspielen oder was ist los? Hast du verloren? Lass noch eine Ehrenrunde machen. Ey, ich will trotzdem noch eine dritte Runde machen. Nö. Für Ehre auf Ehre. Aber dann kann sein, wenn Sammy verliert, hat der 2 Punkte weg. Wenn wir, guck mal, wir machen jetzt die dritte Runde. Ja. Der verliert, hat minus 2 Punkte. Ja. Minus 3, der... Warte, bitte, hör mir zu. Gibst du mir die Hand? Guck mal, ich mag Sammy, aber der hat mich gerade ein bisschen, wie der ist, regt mich gerade auf, ne? Weißt du, guck mal, wir machen so, wir spielen eine Ehrenrunde, ne? Ja. Wenn Sammy verliert, hat der verloren. Guck mal, damit muss der einverstanden sein. Ja, ich frag dich ja. Ich frag dich ja. Ja, aber warte mal, die Frage ist, was hat Sammy da zu gewinnen? Der hat ja nur was zu verlieren. Ja, der will einfach wenn der Schlechteste ist, hat er verloren. Gibst du mir die Hand oder? Ich schwör's dir. Warte mal, halt mal, stopp. Würdest du das eingeben, was er erzählt? Ja, aber ich würde das machen. Ja? Einfach, damit wir die Zuschauer unterhalten. Aber ich weiß, dass er wieder verkacken will. Ja, also okay, warte mal, wir spielen also. Obwohl John schon zweimal verloren hat, normalerweise brauchen wir gar keine dritte Runde mehr zu machen. Er hat schon verloren. Aber er behauptet, wenn Sammy sagt es von freiwillig, dass wenn die nächste Runde eine Ehrenrunde sein wird, dass wenn er verlieren sollte, dass er auch die Bestrafung auf sich nimmt. Was passiert, wenn Jonas verliert? Das ist ein Duell zwischen uns beide. Zwischen euch beide. Also ich. Aber erstmal gibst du mir die Hand, weil sonst kann er sagen, ich habe nicht gemacht. Der hat sowieso Realitätsverlust. Okay, ciao. Das. So. Wir gehen in die dritte Runde. Runde 3. So, ihr habt vor euch Fisch liegen. Verschiedene Arten. Das sieht so aus, ja. So. Und ich möchte von euch 1010 haben. Ey, der und seine Zahlen, ich hab bei Gott, ja. Also 1 Kilo und 10 Gramm. 1 Kilo und 10 Gramm. Wie kommst du auf 10 Zahlen? Willst du
Willst du die nehmen oder soll ich die nehmen? Was fragst du mich? Interessiert dich nicht, was ich mache. Ich will auch jetzt eine nehmen. Das ist schwer, Mann, diese scheiß Wiegen, ne? Sag mal leise, Mann. Wohin? Der nimmt alle die Fische hier. Okay, seid ihr ready? Nein, warte. Hier müssen wir uns ehrlich kurz... Das ist die letzte Runde. Boah, ich hab so Angst, Digga. Dieser Dorade, Bruder, der macht mich unsicher. Okay, seid ihr ready? Ich weiß es nicht. Komm, Ilias, mach mal zu die Runde. Wir sind fertig. Bevor wir anfangen zu wiegen, darf ich das zeigen, Ilias? Kannst du das machen? Das deutsche... Ich hab einen Fisch gefunden. Einen Fisch, der einen Fisch gegessen hat. Das nennt man... Darf ich ihn rausholen? Raus. Oha! Ich glaube, das waren einfach seine Gräten. Nein. Das war seine Zunge. Das war kein Fisch. Hier ist ein Fisch, das ist ja ein Schwanz, du Spasti. Der war ein Kannibale. Der hier wird mir noch das Gewicht reinbringen. Okay, let's go. Ja, komm. Jetzt, guck mal, ich habe jetzt aber, wenn ich jetzt scheiße liege, dann habe ich nicht ernst gespielt. Gut, ey, ich muss sagen, der wiegt echt viel. Der ist locker 780. Scheiße! 490. Ich dachte, der wiegt 780 Kilo. 490? Ja. Was soll ich sagen, Bruder? Ich hab okay, Scheiße. Dann bin ich echt nicht so ganz dran. Fuck! 707. Fuck! 707? Also ich würde behaupten, ich habe mehr als die beiden und ich liege am nächsten dran. Aber guck mal, der hat sich doch alles reingestoppt. Jetzt du hast alle Fische genommen, das ist unfair. 700 was? Ja, dann drück nochmal rein, so als ob. Nein. 463. Komm, Sammy, leg alles drauf. Jetzt kannst du dich einfach draufklatschen, diese Dinger. Hey, Sammy. Ja. Ja, guck mal die Dinger drauf, Alter. 678. Boah, 600, wie viel? Ich weiß nicht, wie viel habe ich? 78. Späte. Aber das Ding sieht so mächtig aus, ne? Scheiße! Wie viel? 200, 300. Ich hab dir gesagt! Was hast du mir gesagt? So, Zeier! Ich kann's nichts machen! Schlimmer Alter, Zeier! Warte mal, wir halten nochmal ganz kurz fest, wer war wieder der Beste? Wer kam am nächsten dran? Das ist ja egal, Hauptsache. Ja, warte, ich muss nur sagen, dass ich krass bin, Alter. Das ist wichtig für die Zuschauer. Die müssen das wissen. Ich bin sogar diese Wette eingegangen. Ja, sogar gut. Das heißt, minus 2 Punkte nochmal drauf, dort. Einfach. Ja, du hast auch alle meine Fische genommen, muss ich auch so sagen, ne? Ja, soll ich sagen. Ja, wir kommen einfach zur Bestrafung. Ja, wir kommen, wer entscheidet das? Und du? Ich entscheide das, weil wenn ich will, gehe ich einfach nicht. Wenn nee. Ich will, gehe ich jetzt nach Hause. Nee. Mach mal jetzt Cut, wir sind jetzt schon da. Kannst du eben nicht. Der sagt, wenn er will, kann er nach Hause. Kannst du eben nicht. Das ist ein meinungsfreies Land. Nee. Nicht in der Company. So, meine verehrten Damen und Herren, meine verehrten Zuschauer, es kommt zu der Bestrafung. Wir sind wieder hier beim Norbert, beim Zootaiak, der größte Zoohandel der Welt. Heute ist der Jordan, ich habe euch versprochen, der Jordan wird verlieren. Nicht der Jordan wird verlieren, ich habe versprochen, einer von den Jungs wird verlieren. Und ihr habt ja gesehen, wie ich gespielt habe, Meister sein Vater. Heute haben wir das mit der Python-Schlange zu tun. Ich will nicht lange reden, du bist sehr motiviert. Ich habe das gesehen. Gleich wird's ernst, wir gehen jetzt zum Norbert und let's go! Follow me! Folgen Sie mir! Meine verehrten Damen und Herren, gucken Sie sich mal das hier bitte an. Ilias! Lieber Norbert, du bist heute mein allerbester Freund. Beim letzten Video war das nicht so der Fall? Doch, ich war dein Freund. Da warst du eigentlich mein... Ich habe versucht, dir eine Freundin ganz nahe zu bringen. Vergangenheit ist Vergangenheit, was zählt ist die Zukunft. Ja. Oder Gegenwart. Ja, klar. Ne? Heute haben wir den lieben Jordan, der letztens große Fresse hatte und mich ausgelacht hat. Hi, Jordan. Hi. Der sieht ja sehr bedrückt aus, ne? Ja. Aber das ist heute noch kein Stuhlgang, oder? Ja. Okay. Aber das geht gleich ganz schnell, das verspreche ich dir. Kriegen wir hin, ne? Wie groß ist sie eigentlich? So. Das wäre schön. Ja, so ungefähr. Wenn sie auf die Welt kommt. Ne? Ja, los. Perfekt. Let's go. Dann hüpft da mal einfach ganz locker. Komm, Jordan, jetzt ja, komm, Jordan, als ob das alles immer so einfach wäre, ja?
was da rein ist. Du machst es dir hast so mit den Gelenken, kommst du da nicht rauf, die Leiter oder was? Ja, du wirst höchstens beißen, ne, und nicht? Ich glaube, die hat noch gar keine Hunger. So einmal in der Woche ist die da. Ich will das einfach nur hinter mir haben. Können wir uns jetzt da hingehen? Ja, dann geh da rein. Wir warten auf dich. Ja, los, geh. Boah, ich hab so an. Da hat auch die Schlange eine schöne Stelle, wo sie sich mal aufwärmen kann. Also ein bisschen Angst um meine. Boah, ich passe hier doch gar nicht rein. Wenn die Eier weg wären, dann würden wir jetzt ein Eichhörnchen da reinsetzen. Die beißen, ist mir egal. Die wird ausrasten. Und wenn ich sage Stopp, das ist das Signalwort, dann ist Stopp. Ach so, leg dich hin, Junge. Und dann, du kannst dich schon mal ganz langsam an eine Kleine. Nein. Wo hat der die jetzt rausgeholt? Gewöhn dich doch erstmal eine du Kleine musst, Du musst doch klein anfangen. Ja, du kannst dich jetzt noch entscheiden, weil wolltest du lieber die kleine giftige? Ey, John, beruhig dich. Mach keine Guck mal, die fühlt sich ganz nett sogar. Darf ich nicht mehr mit, hat er gesagt. Ja. Ja. Und ich meine, wenn man ganz schlechten Eindruck vor der Kamera. Hier, guck mal, die kommt süß. Immer mit der Zunge raus, die wird Zungenkuss. Sag mal leise und genieß mal die Show jetzt. Genieß das mal, ganz gut. Genieß das. Ja. Ey, der Fassi. Guck mal, wie lieb die. Guck mal, die geht doch nicht mal weg, die geht doch gleich vor meinem Auge. Ich will schon kommen. Ey, dann ist wirklich Stopp. Du hast ja schon dreimal Stopp gesagt, wir haben nur noch gar nicht angefangen. Mit Futter. Ey. Selbst hat die da unten an der Hose, meint die. Oh, die wird aggressiv. Oh. Gar keine, ist erst mal hingeklappt. Wie heißt du mit Vornamen? Ja, die kommt zu dir. Na ruhig, ey, beruhig dich mal. Oh, guck mal, was du gehört hast. Hast du das gehört? Die atmet. Die atmest du auch noch? Er wiegt wie viel, John? Bleib einfach ruhig. Oh. Die macht schon, wenn du die wegschiebst. Marie, beweg dich nicht. Das Telefon, ich geh mal hin. Beweg deine Schulter nicht. Du liegst ja hier ganz relaxed, ne? Beweg deine Schulter nicht, ne? Mein Herz ist aufschlagen, Dicker, ja? Ja, alles klar. Der ist am Beten, der ist fertig mit der Welt. Die Schlange ist dann ungehalten. Also das, was der Sven jetzt gerade in der Hand hatte, war nicht der Kopf. Nein, da könntest du dir dich ja entscheiden, ne? Beim Kopf, ob du wissen oder wenn von der anderen Seite, dann geschissen. Beweg dich nicht. Willst du aber, dass kein Hühnchen da drin ist? Aber die Betonung nicht ganz blau. guck mal, wie leise du ich hab ihn auch noch nie so ruhig gesehen, warte. Von der Schlange fürchtet gerade noch gar nicht und trotzdem ist er schon ruhig. Guck mal, bist du sein Bein in die Schlange? Er spricht nicht. Er sieht gerade seinen Tod. Also die beobachtet dich, sobald du eine falsche Bewegung machst, bam, knallt die. Greift die dich an. Weil die weiß nicht gerade, ob du ihr Feind bist. Oh. Hast du denn noch ein bisschen Angst? Mindestens. Der Jordan, der ist so dick, da passt die Schlange gar nicht rein. Ja. Mach ihn weg. Er hat das doch schon in der Hand. Ich kämpfe mit dir, Jordan. Also die Schlange will nicht. Mach ihn weg. Oh ja, ihr habt gelacht. Ich freue mich ja auch schön, dass ihr gelacht habt. Jetzt nimm die Kacke weg, sonst passt du nicht richtig aus. Und vor der Woche hast du gelacht, ne? Als dein Kumpel da drin war. Ist die Schlange jetzt raus? Ich habe keine Luft mehr, ich habe seit 10 Minuten nicht mehr geatmet. Das ist doch erst so tot. Ich glaube, du bist manchmal nicht ganz ehrlich, kann das sein? Mach dir doch Der ist ja schon dabei und guck mal, der versucht den Knoten da rauszunehmen. Ah, die beißt sich. Ah, die wird enger, meine Füße. An der Füße geht ja noch. Das kann. Oh, das wird enger, meine Füße. Aber Rücken, ey! Die ist am Rücken. Da warst du da. Mach dich weg. Ich mach aus. Da haben wir aber Mitleid gerade, oder? Ja. Du sagst seit 10 Minuten, ich mach die Scheiße hier raus, keine Hörer. Du hast gar nichts gesagt, ne? Ja, du hast erstens gar nichts gesagt, ich hab Mut aufbekommen. Du hast gar nicht mit uns gesprochen. Ich war so schwindelig, ich dachte, ich kipp da weg. Ja, ich hab auch gedacht, dass du schwindelst.
Guck mal, jetzt ist sie aber schlecht, ne? Ob ihr mir glaubt oder nicht, ich hab fast keine Luft geholt, ne? Also ich habe also jetzt total Mitleid mit ihm. Sammy hat mich am meisten aufgeregt. Hab ich denn wieder damit? Wie damit? Gesicht, pack den in den Gesicht, pack den in den Gesicht. Ja? Ich sag dir, du kommst auch noch hier rein. Werden wir sehen. Wir kriegen auch einen kleinen Sack raus. Also, du darfst jetzt einmal kurz den Zuschauern mitteilen, wie du dich gefühlt hast. Ja, scheiße. Super geil. Ja. Scheiße. Scheiße? Wie soll man sich da drin fühlen? Ja, guck mal, die Schlange hatte echt Freude daran. Warum sagst du sowas jetzt? Der hat recht. Scheiße. Ich habe mich nicht getraut zu reden. Ich schwöre, ich wollte am liebsten ausrasten. Ich hatte so Schiss. Mir war dieses Video scheißegal. Ich wollte einfach nicht reden. 10 Minuten, ich hätte die Luft angehalten, meine. So, Freunde, das war's wieder mit der Folge. Danke nochmal an Norbert dafür, dass wir das Ganze hier umsetzen konnten. Ja, checkt Norbert auf jeden Fall ab, Freunde. Sein YouTube-Kanal hier in der Videobeschreibung. Der macht auch eigene Videos mit Tiere, wenn ihr Bock darauf habt. Checkt das ab. Einfach Norberts Welt, dann seid ihr bei mir. Genau. Und wenn ihr auch so schöne Tiere sehen wollt, also so wie hier geht's nicht, aber ihr könnt von außen durch die Scheibe unsere Tiere gerne begucken. Das können wir nicht jeden Tag mit einer Schlange machen. Nee. Aber war spannend gewesen und du warst total tapfer, muss ich dir mal sagen. Ja, kann man Applaus an der Stelle. Ja, dann hast du Applaus an die Tiere. Guck mal, jetzt hat er auch eine große Klappe. Jetzt hat der große Fritz wieder, ne? So, tschüss, wir sehen uns. Wir sehen uns nächste Mal, wenn du in den Tank kommst. Ja. Der muss auch nur da rein. Bis zum nächsten Video. Peace out. Ich glaube, mein Papa stört's auf mich.